Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei cafotos.de. Und in diesem Video wollen wir uns einen Konkurrenten von 500 Pixel anschauen. Einen Konkurrenten, den es auch schon ganz lange gibt, nämlich Flickr. Und Flickr, ja, das ist ein Begriff für jeden mit Sicherheit, aber die haben ihren Dienst jetzt komplett überarbeitet. Und was da Neues gibt, das schauen wir uns gemeinsam an. Ja, ich habe die Website hier schon mal geöffnet. Direkt, wenn man drauf kommt, flickr.com, habt ihr direkt eine Übersicht der neuen Funktionen, der wichtigsten Dinge, die Flickr hier jetzt für alle User bereitstellt. Und zwar ganz groß hier, bitte lächeln, 1 TB kostenlos für alle. Das heißt, ihr bekommt 1 TB, 1000 GB Speicherplatz für lau. Dafür müsst ihr nichts bezahlen. Das könnt ihr nutzen, wenn ihr Flickr benutzt bzw. euch einen Account anlegt, 1 TB für eure Fotos und da geht allerhand drauf. Und wie viel das ist, das zeigt euch Flickr gerne, denn sie sagen hier einfach, ja, größer, also ihr habt die Möglichkeit, volle Auflösung hochzuladen und sie geben euch hier die Möglichkeit zu sagen, ja, was für eine Kamera hast du denn eigentlich? Und bei mir ist das die D7000 mit 16 Megapixel. Und das würde für mich bedeuten, 218.453 Fotos könnte ich hier mit einer Auflösung von 16 Megapixeln hochladen. Und das Ganze verhält sich so, dass einfach Flickr sagt, okay, du willst 16 Megapixel hochladen, kannst du. Und diese 16 Megapixel darfst du auch in der vollen Auflösung hochladen. Und sie geben hier an, okay, 16 Megapixel JPEG-Bild hat dann um die 4,8 MB. Das ist die Grundlage im Schnitt für diese Berechnung, die sie hier anstellen. Und das ist auch der zweite Punkt, den sie hier oben angeben. Unglaublicher in voller Auflösung mit anderen Teilen. Das heißt, ihr könnt die Bilder, wie gesagt, in voller Auflösung hochladen. Braucht hier nichts runter zu skalieren. Flickr wird nichts runter skalieren. Das ist das Bild, wie ihr es auf eurer Festplatte habt. Und das Ganze könnt ihr natürlich dann teilen mit anderen. Das Ganze ist überall verfügbar, wo auch immer, schreiben sie hier. Ganz egal, wo man ist, denn das Ganze gibt es dann auch als App. Und das seht ihr hier, eine ganz neue Flickr-App, sowohl für Android als auch den App Store. Und hier sehen wir so eine kleine Preview des Ganzen. Sieht ganz schnicke aus. Schauen wir uns vielleicht dann noch etwas genauer an, wenn da hier noch eine, so eine Möglichkeit dafür gibt. Aber was natürlich jetzt viel mehr interessiert, ist jetzt das neue Layout. Und dazu logge ich mich ein. So, ich bin jetzt hier angemeldet und ihr seht das Ganze bei Flickr jetzt sehr quadratisch und rechteckig, sehr kantig gestaltet, wo vorher sehr, sehr viel Text war, sehr viel Unübersicht in meinen Augen, hat Flickr jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Da gibt es jetzt noch eine Leiste hier am oberen Rand, wo ihr dann wieder in euren Fotos streamen könnt, in eure Alben, in die Weltkarte und so weiter und so fort, wo ihr eure Kontakte sehen könnt. Wir gehen mal hier auf neueste Fotos, schauen, was da passiert. Meine Freunde haben die Sachen hier hochgeladen. Okay, dann gibt es die Communities, ihr wisst das, diese Gruppen, wo dann Bilder von allen Leuten hochgeladen werden können. Dann könnt ihr nach wie vor Bilder entdecken. Ihr seht, das Menü hier an sich hat sich ja nicht sonderlich groß geändert. Es ist aber alles aufgeräumter und ich denke, man findet viel schneller die Punkte, die man eigentlich sucht. Wir gehen mal in meinen Fotostream rein, wie denn jetzt eigentlich so ein Profil aussieht. Und ihr seht hier am oberen Rand, dass ihr jetzt hier oben so ein Profilbild hochladen könnt. Momentan ist das bei mir scheinbar noch zu klein. Das ist die alte Größe, die verwendet wurde. Die könnte ich jetzt einfach hier ersetzen mit einem neuen Bild. Kann hier das Titelfoto ändern. Das heißt, wir könnten hier ein Coverfoto auswählen. Und da kann ich jedes Foto nehmen, was in meiner Bibliothek drin ist. Oder eben ein neues hochladen. Die Übersicht hier, die hat sich natürlich auch geändert. Also im Fotostream, da sind alle Bilder drin. Das Ganze ist jetzt angelehnt an 500 Pixel in meinen Augen. Da haben sie sich mit Sicherheit was abgeschaut. Warum nicht? Letztendlich ist das System meiner Meinung nach ein sehr gutes System. Man hat viele Bilder auf einen Blick. Man hat immer das im Blick, was neu da ist. Und vor allen Dingen ist das Layout eigentlich
so ganz schön, weil einfach der ganze Browser hier genutzt wird, die ganze Browserbreite. Ihr seht, wenn ich das hier kleiner mache, ist das voll skaliert. Also es passt sich eurer Breite an. Ihr seid also immer, egal in welcher Breite ihr da seid, dann auf dem Punkt, dass ihr immer die volle Ansicht quasi habt im Browser. Schauen wir mal hier oben, da gibt es wohl eine Diashow. Klicken wir mal drauf. Genau, dann geht eben eine Diashow los. Das möchte ich jetzt aber erstmal nicht. Dann könnt ihr hier oben das Ganze freigeben über verschiedene Dienste. Oder ihr könnt einfach diesen Link hier übernehmen zu meinen Fotos. Wenn wir jetzt hier mal auf ein Bild gehen, dann könnt ihr hier unten eben dieses Bild dann direkt freigeben. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, hier die Kommentare einzusehen. Das wirkt jetzt noch sehr im Stile vom alten Flickr. Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht persönlich so gut, aber vielleicht wird sich da dann auch noch mal was ändern. Ich gehe einfach noch mal hier auf meinen Fotostream zurück. Scroll mal ganz nach unten, ob da das Ganze auch dann aussieht wie bei Flickr. Ja, ihr seht, vorher war das eben dieses Layout hier mit diesen Farben. Passt jetzt meiner Meinung nach zum Rest nicht mehr ganz so gut. Insbesondere, wenn man sich das hier oben anschaut. Das wirkt jetzt alles ganz anders. Und unten jetzt immer noch diese alten Farben zu haben, das würde ich an ihrer Stelle noch etwas ändern. Aber wie weiß, vielleicht kommt da noch was. Dann könnt ihr natürlich eure Alben anzeigen. Gibt es dann auch eben in dieser Ansicht. Also ihr seht, alles sehr eckig und kantig und quadratisch, was aber meiner Meinung nach ganz gut ist. So, dann gibt es auch hier noch die Weltkarte. Wenn wir jetzt ein Bild auf der Weltkarte platziert hätten, könnten wir uns das hier anschauen. Wir gehen mal einfach hier auf Entdecken und schauen mal hier auf die Weltkarte, was es da denn gibt. Und da gibt es dann hier eine ganz große Karte. Und wenn wir jetzt mal hier einfach reinzoomen würden und mal so ein bisschen in den Bereich gehen, wo wir hier letztendlich sind. Jetzt gehe ich mal nochmal ein bisschen raus. Okay, wenn man sich das Ganze genauer anschaut am Anfang, dann sieht man auch hier diese Punkte. Und das heißt, hier unten sind Bilder angegeben und die sind hier markiert auf der Karte. Und da klicken wir einfach drauf und sehen dann hier unten das Bild Meeting von Global Rain. Klicken wir einfach mal drauf und da kommen wir eben zu genau diesem Bild. Vielleicht schaut die Person, die es gemacht hat, ja auch gerade zu. Dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Das hier wohl jetzt ein Bild, was irgendwie in Dortmund gemacht wurde. Gut, dann gibt es hier Kontakte, wie gesagt, Communities, das sind alles alte Kamellen. Was Neues sind einfach dieses 1 Terabyte und hier ist eben diese Startübersicht. Da findet ihr dann immer all die neuen Bilder, die generell auf Flickr jetzt hier gepostet werden und zwar alle die von euren Freunden. Ihr habt also nochmal so einen Startseiten-Stream, wo ihr da immer top informiert seid. Ihr seht dann auch hier die Kommentare, die zum Foto eingegeben wurden. Hier sehe ich sogar, dass vor 2 Monaten noch jemand was kommentiert hat. Aber ich bin eigentlich in letzter Zeit sehr, sehr selten hier aktiv gewesen. Ich bin da eher bei 500 Pixel unterwegs. Ja, das soll es gewesen sein von diesem kurzen Einblick in das neue Flickr. Ich finde, das neue Design ist eigentlich relativ gut gelungen, auch wenn es sich wirklich sehr stark an zum Beispiel 500 Pixel anlehnt. Aber gerade dieses Minimalistische, das gefällt mir wirklich gut. Nicht so viel Text, wo man irgendwie suchen muss, wo will ich eigentlich hin. Nein, ganz klar strukturiert in dieser oberen Leiste. Und ja, vielleicht ist das Ganze für den einen oder anderen jetzt nochmal interessanter geworden, wo das Ganze ein bisschen übersichtlich ist. Ich persönlich bevorzuge nach wie vor 500 Pixel, gefällt mir von der Aufmachung her einfach besser vom ganzen Workflow, den man hat, um Bilder dort zu veröffentlichen. Finde ich persönlich, wie gesagt, übersichtlicher, aber das ist Geschmackssache. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was haltet ihr vom neuen Flickr? Benutzt ihr das jetzt? 1 Terabyte ist natürlich eine gigantische Zahl, die gibt es bei 500 Pixel natürlich nicht. Was haltet ihr davon? Und ja, schreibt mir einfach eure Meinung mal in die Kommentare, dass wir einfach zusammen ein bisschen diskutieren können. Wenn euch dieser kurze Einblick in Flickr gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, direkt unter dem Video. Einfach auf Mag ich klicken. Und wenn ihr es nicht eh schon getan habt, dann vergesst auch nicht, klickt hier unten einmal auf den Abonnieren-Knopf, dass ihr für neue Videos immer informiert werdet. Das soll es gewesen sein. Freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
und wünsche euch viel Spaß bei der Fotografie. Ciao.